Blamieren oder Kassieren wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Zeitmessung mit einem Halbstundenlohn von 10.000 Euro. Heute freue ich mich auf das Duell Riese gegen Titan. Der eine ist die Allzweckwaffe im Kampf um seriöse Unterhaltung. Der andere ist mehrmaliger Speerweltmeister. Hier sind Stefan Laska und Matthias Messner. Ja, der größte Name. Der größte Sportler zumindest hier. Also, Wahnsinn. Dankeschön, dass ihr da seid. Gerne. Ihr spielt gleich erstmal eine Qualifikationsrunde. Nur einer von euch darf ja nachher im Finale stehen und dann 10.000 Euro gewinnen. So weit ist es noch nicht. Hoffen ihr müsst durch die Quali durch. Bisschen aufgeregt. Ja, man kann sich hier ja ein bisschen blamieren, tatsächlich. Ja. Ja. Ist es bei uns beiden auch blamieren oder blamieren? Wir wissen es noch nicht. Ja? Genau. Ja, okay, der eine ist aber ein bisschen journalistisch verhandelt. Du bist wahrscheinlich im Sport. Mal sehen, was wir da für Fragen haben. Ihr könnt ja schon mal ans Pult gehen, auf eure Position. Jawohl. Und natürlich fehlt jetzt noch jemand, der quasi schon eine Wildcard fürs Finale hat, muss sich aber in irgendeiner Form doch qualifizieren, hier qualifizieren, denn wir nehmen ja nicht irgendjemanden. So, zuerst einmal wieder mal alle aufstehen. Locker machen, alle aufstehen. Jetzt bitte alle hinsetzen, die absolut keinen Bock auf Bock haben. Okay, alle überlegen noch. Dann frage ich mich aber, Moment mal, also du hast jetzt im Prinzip keine Lust, 10.000 Euro zu gewinnen. Nee. Warum bist du denn hier? Um dich zu sehen. Um mich zu sehen. Oh. Also. Ich gehe mal hier mitten rein, einfach mal. Durch die Menge. Hallo. Hallo. Wofür steht die Abkürzung des Internet-Infosystems? WWW. World Wide Web. World Wide Web. Hätte ich auch gewusst. Welchen Körperteil behandelt ein Podologe? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ne? Was sagst du hier? Füße. Füße? Okay. Wie heißt der amtierende König von Spanien? Boah. Ja. Felipe. Felipe. Okay, ich gehe mal hier weiter zurück. Okay. Oh, wie alt bist du? 34. Hm. Mit wie vielen Umdrehungen pro Minute wird eine Vinyl-Single abgespielt? Gar keine Ahnung. 130? Wer hat... 45, wer hat's gesagt? Da, okay, 45. Wie heißen die Kamele mit nur einem Höcker auf dem Rücken? Lama. Oh, was ist denn hier heute los, ey? Oh Gott, ich... Wer schrieb den historischen Roman Name der Rose? Umberto Eco. Okay. Komm, der war schon gut. Wie nennt man einen kastrierten Hahn?
So, mein Freund, jetzt habe ich es. Jetzt geht's noch. Warte, warte. Henne ist es nicht. Halber Hahn. In welchem Land wurde Karl Nehammer 2021 zum Bundeskanzler gewählt? Österreich. Österreich. Welches Land hieß bis 1949 Siam? Siam. Ja. Sag mal ungefähr, wo es ist. Nur mal so um. Nein, ungefähr. Das ist natürlich wieder so eine Frage, ey. Senegal. Nee. Wüsstest du das mit dem Hahn? Wie heißt denn der Hahn? Ach so, das mit dem Hahn, ja. Ja, ach so, das mit dem Hahn. Mach mal eine neue Frage. Eine neue Frage? Ja. Was war mit, was? Hähnerich? Nein, Kapaun. Ich hole es jetzt einfach raus. Kapaun? Welche Tiere symbolisieren die Ups und Downs bei der Börse? Bulle und Bär. Ja, schon mal sehr gut. Was war mit Siam? Welches Land? Thailand. Thailand, okay. Welche Hauptstadt liegt an der Themse? London. Okay. Wie heißt Natriumchlorid als Produkt im Supermarkt? Kochsalz. Ja. Komm, du bist dabei. Auf unserem VIP-Thron, auf den roten Sessel. Okay, jetzt aber ganz genau, wie heißt du? Ich heiße Michel. Michel? Komm aus Wiesbaden. Wiesbaden. Wie alt bist du, Michel? 34. 34. Was machst du in Wiesbaden? Ich bin für eine Reisewebseite als Online-Redakteur tätig. Das heißt, wir suchen nach guten Angeboten im Bereich Hotels, Flüge, Kreuzfahrten. Dann frage ich dich gleich nochmal, was du mit 10.000 vielleicht machst. Dankeschön erstmal.